Ein Experiment, bei dem alle zugucken. Ein Versuch, Menschen zusammenzubringen, die eigentlich politische Gegner sind. Seit fast 3 Wochen wollen sie sich hier in Berlin näher kommen. Gestern wieder. Ihm ist das Experiment Jamaika in Schleswig-Holstein gelungen. Zusammen mit ihm. In Kiel sitzen sie gemeinsam auf der Regierungsbank. Hier in Berlin vertreten sie einzeln ihre Parteien. Wir werden bis Weihnachten eine Koalition in Deutschland haben. Und diese Koalition wird Jamaika heißen. Bisher ist an relevanten Problemen eigentlich noch gar nichts wirklich abgeräumt worden. Insofern habe ich diesen Optimismus von Daniel Günther Sohn nicht. Es sind politisch zähe Tage in Berlin. Die Sondierungsgespräche dauern bis in die Nacht. Und besonders als es losging mit diesen Gesprächen, schauten viele nochmal Richtung Schleswig-Holstein. Der Koalitionsvertrag aus Schleswig-Holstein, den hat, glaube ich, jeder von den Teilnehmern jetzt mittlerweile gelesen. Und als es darum ging, so ein Papier für die Sondierungsverhandlungen zu schreiben, da hat natürlich auch der Generalsekretär der CDU mich angerufen und gesagt, Mensch, kannst du mir den nochmal rüberschicken, damit wir einfach mal eine Grundlage haben, worüber wir überhaupt sprechen können. Doch wenn in Berlin gesprochen wird, sitzen mehr als 50 Menschen am Tisch. Deutlich mehr als bei den Sondierungen in Kiel. Und auch die Themen scheinen komplizierter. Schleswig-Holstein gilt als kleines Bundesland mit merkwürdigen Menschen vielleicht, mich eingeschlossen am Verhandlungstisch. Also es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, wie geht's denn bei euch? Jetzt, wo in den Sondierungen über die Inhalte gesprochen wird, scheinen die Jamaika-Erfahrungen aus Schleswig-Holstein nicht mehr viel zu helfen. Gut zu sehen beim Streit um die Neuverschuldung vergangene Woche, nachdem sich alle schon auf eine Formulierung geeinigt hatten. Es fehlt hier ein Grundvertrauen zwischen den Verhandelnden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie sich darauf verlassen können, worüber man redet und dass es keine unterschiedlichen Interpretationen gibt. Ich habe das Gefühl, dass die Bekanntheit untereinander, auch das Kennen und Verstehen der Probleme geringer ist, als ich es in Schleswig-Holstein erlebt habe. Da kannten sich einfach alle gerade in den kleineren Runden persönlich. In Berlin ist der Ton rauer, auch in der Politik. Gestern Abend dann aber wieder Fortschritte. Während die Spaziergänger durch das Regierungsviertel schlendern, wird in den Sondierungen verhandelt. Es geht um innere Sicherheit, um Bildung und Forschung. Es gab Einigkeit, zum Beispiel bei den Ausgaben dafür. Und nach dem Streit der vergangenen Woche bessere Stimmung unter den Verhandlern. Dass, ich sag mal, zwischendurch auch gelacht wird, man ein lockeres Wort gefunden wird und man, sag mal, nicht bei jedem kleinen Konflikt gleich hysterisch wird. Es ist auch atmosphärisch aufgetaut, aber die Punkte, auf die nachher alle schauen, bleibt Europa zusammen, hält der Euroraum, wie ist das mit der Energiewende, wie ist das mit der Asylpolitik, sind eben noch nicht gelöst worden. Morgen sondieren sie wieder, diesmal zur Landwirtschaft. Mit Robert Habeck als Verhandlungsführer der Grünen. Das Experiment in Berlin, es geht weiter.